Jemand hat zu mir gesagt, umgib dich mit Menschen nur, die dich unterstützen und die dir Kraft geben und nicht mit denen, die dir Kraft nehmen und dich aussaugen und auslaugen. Und der Satz hat mir im Nachgang so gut getan, weil ich gemerkt habe, so, ich will mit Machern was zu tun haben und mit positiv denkenden Menschen was zu tun haben. Und man muss es auch ehrlich sagen, du trennst dich krass viel von Freunden. Und du wirst auch merken, was Freunde überhaupt sind. Willkommen zurück bei The Hidden Champion mit mir, Johannes Wosilat. Ich interviewe Unternehmer und das persönlich und nah. Willkommen zu einer neuen Folge von The Hidden Champion. Ich bin Johannes Wosilat, euer Content Creator. Heute haben wir Philipp Elsässer bei uns, den kreativen Kopf hinter Quickie und Tibatec. Philipp hat seinen Weg vom Schlosser zum Bauingenieur gemeistert und sich dann mit seinen eigenen Firmen im Tief- und Spezialtiefbau etabliert. Er ist nicht nur ein innovativer Unternehmer, sondern auch ein Familienmensch, der die Kunst versteht, Beruf und Privatleben in Einklang zu bringen. Sein besonderes Talent? Die Digitalisierung im Bauwesen voranzutreiben und ein Arbeitsumfeld zu schaffen, das auf Authentizität und direkter Kommunikation basiert. Lean Construction ist seine DNA. Philipp ist ein echter Hidden Champion, der uns heute Einblicke in seine Welt gibt. Bleibt dran, um seine spannende Geschichte zu hören. Schön, dass du da bist. Danke, dass ich da sein darf. Ja, lang, lang ersehnt, unser Treffen. Aber du wohnst Stimmt. einfach viel zu weit weg. Du wohnst wirklich viel zu weit weg. Da kommt man immer nicht eben hin. Das ist an der niederländischen Grenze. Punkt eins. Und Punkt zwei, hast du aber mal in Gießen gewohnt. Also wir hatten Berührungspunkte. Wir hatten Berührungspunkte, tatsächlich. Du kennst von mir auch einer meiner längsten Freunde. Wen? Den Jan Windmüller. Ja, tatsächlich. Mhm. Stimmt, der hatte uns beide connected, glaube ich. Richtig, ne? Genau. Oder der Philipp. Nee, der Philipp hat uns connected. Der Philipp ist auch ein Kumpel von mir. Ja. Von Götz Maschinenbau, der war auch schon mal bei dir, genau. Ja, und ich glaube, der Jan hatte den Philipp empfohlen. Ja, richtig. Jan hat Philipp empfohlen, weil die zwei machen zusammen Geschäfte und sind auch, glaube ich, mit euch ganz gut befreundet. Und Jan kenne ich, den treffe ich hoffentlich heute Abend in Mohrad-Fonsbach, wo er seine damalige Firma hatte, wo jetzt er umgezogen ist, und Fonsbach. Ja. Wohnt seine Mutter noch und so. Ja, dann gib ihm mal einen ganz lieben Gruß von mir. Ja, richtig, auf jeden Fall aus. Ich glaube, heute Abend brauchen wir was trinken. Jetzt sag doch mal ein paar Sätzen, weil wenn man bei dir auf dem LinkedIn-Profil ist, steht da schon so einiges. Und ich will mal wissen, was machst du eigentlich, und möglichst in ein paar wenigen Sätzen. Weil wir haben unser Vorgespräch war nämlich jetzt 45 Minuten und ich habe immer noch keine Ahnung gehabt. Nee, das ist so tatsächlich länger gewesen. Es war über eine Stunde, aber ich bin Philipp Elsässer. Bin Geschäftsführer und Gesellschafter von der Quickie GmbH und Tibatec GmbH. Wir machen bei Tibatec Anbaugeräte und Bauequipment fürs Bauwesen. Bei Quickie, hab's ein bisschen auf der Brust auch, ein bisschen provokativ natürlich, machen wir Bausoftware. Machen aber letztendlich auch für viele andere Firmen, andere Bereiche, für Privatmenschen. Wir machen für die Feuerwehr einfach Lösungen, wo es ums digitale Typenschild geht. Bin eigentlich von Haus aus, bin ich ganz stolz, sage ich immer, ich bin Schlosser eigentlich. Mhm. Also habe Zweiradmechaniker, fachrichte Motorradtechnik gelernt in Groß-Aschbach, hier eine Dreiviertelstunde von weg. Stuttgart. Hier im Stuttgarter Raum aufgewachsen. Mhm. Habe hier mein Fachabitur gemacht, bin studierter Bauingenieur, habe über 10 Jahre lang Bauleitung gemacht im Bauprojektmanagement im Tief- und Straßenbau und Spezialtiefbau. Habe in Frankfurt Großprojekte begleitet, habe währenddessen berufsbegleitend mein MBA gemacht. Wie alt bist du eigentlich? 36, ja. Ah ja, okay, klar, fast gleiches Alter. Und bin ich, glaube ich, auch. Bist du, glaube ich, auch. Vergesse es immer. Ich vergesse es auch immer. Ich wandle immer zwischen 35 oder 37. Ich weiß es manchmal nicht so ganz genau. Und dann, meine Frau ist immer 2 Jahre älter, und so finde ich irgendwie die Brücke immer so ein bisschen. Okay. Und habe dann parallel mein MBA gemacht, genau, zu meiner Tätigkeit bin, habe dann... Das war dann in Gießen, oder? Nee, dann habe ich in Biberach im Riss gemacht. Das war immer so, Biberach an der Hochschule, da gibt es eine Akademie, und da kannst du berufsbegleitend machen. Das ist für die Unternehmensführung Bau tatsächlich auch. War damals sehr jung, habe dann Mitte 20 schon echt Großprojekte in Frankfurt gemacht, paar Millionen verantwortet, und im Spezialbild auf dem Tiefbau ist das eine Menge Geld. Und komme da auch her, habe mich da sehr wohl gefühlt so. Früher im Studium, Grundbau in Gießen, Vollkatastrophe. Weißt du, letzter Versuch, letzter Schein, so Scheiße. Daran hing es wirklich, Studium. Und da habe ich tatsächlich in dem Bereich gearbeitet, habe es auch echt geliebt. Und war auch echt gut da drin, glaube ich. So, um mal mich was hast du in Gießen gemacht? In Gießen habe ich bei einer Baufirma groß gearbeitet.
Ah, okay. Genau, okay. Die hatten Lana ihren Sitz. Warum ist namentlich ja nicht um es zu erwähnen, aber auch ein sehr guter, bekannter, großer Unternehmer. Mhm. Hat auch echt krass eine Geschichte erlegt und da durfte ich arbeiten. War echt eine spannende Erfahrung auch für mich und habe viel, viel da gelernt. Mhm. War eine coole Zeit und habe dann in Gießen tatsächlich promovieren wollen. Das ging dann damals schon und habe dann mit einem Professor, der dann gewechselt hat nach Gießen, wollte ich das dann angehen und habe meiner Frau gesagt, pass mal auf, mein Freund. Du hast jetzt gerade die zweite Firma gegründet, ja, weil ich das auch noch berufsbegleitend gemacht hatte. Ja, du hast ein MBA gemacht, meine Frau war da, glaube ich, nee, meine Tochter kam da schon auf die Welt, die zweite. Ja. Wir haben es ja vorher erzählt, ich habe einen behinderten Sohn noch. Und dann hat meine Frau gesagt, okay, stopp. Ja, also ich mache echt viel und meine Frau hat echt krassen Rücken frei, muss man auch sagen. Und ich als Philipp Elsesse funktioniere nur, weil sie da ist. Und dann hat sie gesagt, hör mal, Philipp, das geht so nicht, schaff mal was. Genau, sie hat mir einfach so gesagt, hey, pass mal auf, hier ist Break, so irgendwie so ein bisschen. Du hast ja noch Familie, wo sie recht hat. Und ich sage immer, ich funktioniere als Philipp Elsesse einfach nur, weil ich meine Frau Jennifer Elsesse einfach auch habe. Mhm. Und mir den Rücken auf Freiheit einfach, ganz klar. Da gibt es einfach ganz klare Absprachen auch. Mhm. Wenn ich zu Hause bin, dann versuche ich, das Handy und nicht erreichbar zu sein. Ja, zumindest in der Zeit, wo ich die Kinder habe. Das funktioniert mir mehr schlecht, als es wirklich funktioniert. Ich habe zu Hause den Druck nicht so. Und sie verzichtet sehr auf viel, wenn ich zu Hause bin. Wenn ich auch mal abends irgendwie arbeite, noch ein paar Sachen fertig machen muss, dann ist das so. Haupt ihr ist immer wichtig, dass die Kinder ihren Papa haben. Und Und das und, muss man auch sehr sagen. Das ist immer ein Teamwork, bin ich. Das kennst du ja vielleicht. Tun die auch. Habt ihr dann noch gemeinsam in Gießen gewohnt? Ja. Und dann seid ihr weit weggezogen. Für mich jetzt weit weg. Genau, an die niederländische Grenze oben. Ne? Genau. Mein Geschäftspartner Theo, der hat mich kennengelernt. Ich habe im Choreum in Stockstadt so ein bisschen diese Praxisthematik reingebracht. Mit einem anderen Kollegen, der im anderen Bereich war. Ich war im Baubereich. Und habe hier in Darmstadt das Choreum, so eine Plattform für Innovationen, habe ich ein bisschen aufgebaut und habe, wie gesagt, diese Praxisbezug mehr reingebracht als Bauleiter so und habe auch die Gäste, die dorthin kommen, das muss man sich vorstellen, ist wie eine Bauma 365 Tage im Jahr. Mhm. Und dort kann ich einfach mich weiterbilden, mich fördern, Ausbildung machen und das Bauprozess in der Prozessthematik einfach besser verstehen. Und habe einfach als ehemaliger Bauleiter natürlich auch ein anderes Niveau, wo ich dann die Gäste, also Bauleiter, Geschäftsführer, der kommen, zu challengen und zu sagen, pass mal auf, dein Prozess, den du in der Firma hast, der ist nicht geil, so funktioniert er nicht. Und weil ich mir das Recht ja auch noch rausnehmen konnte, deswegen nenne ich immer das Krömer als Consulting-Plattform auch, wo wir als Hersteller, wo ich als Quickie oder Tibatec auch mit dort dauerhaft ausstelle, weil es kommen jeden Tag Gäste, die unsere Produkte sehen und ich dann versuche einfach, hey, ihr müsst euren Job besser machen draußen, weil es geht immer um Fachkräftemangel, es geht immer darum, wie kann ich meinen Prozess besser machen mit viel weniger Mitarbeitern, viel effektiver arbeiten. Und deswegen habe ich auch damals meine Firma gegründet, damals Elsesse Engineering, die Übergang ist jetzt in die Tibatec und die haben eine gleiche Mindset. Ich habe das damals als Bauleiter, habe ich Probleme gehabt auf der Baustelle und musste irgendwie Geotextil abrollen am Hang und ich hatte Probleme, Oberspannungsleitung im Gleisbau, der Zug fährt vorbei, klar langsam fahren, aber trotzdem hat er so viel Speed gehabt und ein Zug hat immer einen Wind, den er vorne mit sich führt und hinten auch. Das heißt, wenn du neben dem Zug stehst, macht es immer so, wenn er ankommt oder sowas, weil immer eine Windhose vorgeschoben wird. Und wir mussten direkt am Gleis Geotextil verarbeiten, weil wir Dammerweiterung hatten. Und dann habe ich gesagt, das geht so nicht. Überspannungsleitung oben, weil du musst eigentlich einen gewissen Abstand haben, das sagt die BG. Und da habe ich gesagt, da müssen wir irgendwie ein Anbaugerät erfinden. Und haben wir eine Nebel-Nacht-Aktion was aufgezeichnet, die Werkstattrunde damals bei uns. Und ich habe gesagt, hey, ihr müsst das irgendwie bauen. Geile Typen da gehabt, die haben das einfach umgesetzt. Und es hat echt gut funktioniert. Und da habe ich gesagt, daraus muss ich ein Business machen. So, und daraus war eine erste Firma damals gegründet. Und dieses Mindset. Das ist eine also ihr baut Maschinen für den Bau. Genau, als Tibatec. Als Tibatec, genau. Ja. Wir bauen Maschinen. Anbaugeräte für Bagger, Radlader und bauen Bauequipment, Leitern, Spezialleitern, die man, wenn man Spundwarnleitern für Bau runtergeht, einfach sicherheitsrelevante Aspekte, eine Schachtmütze, die man einfach auf den Schacht drauf steckt, aber beim Verfüllen des Schachtes spart man sich da so viel Zeit, dass man das im Prinzip macht. Und das sind Ideen, die von Theo damals, von seinem Bauunternehmen auch mitkamen. Und der hat mich in Choreum kennengelernt und daraufhin habe ich dann zu meiner Frau gesagt, es war so in 3 Wochen, Theo rief mich an und sagte, hey, wir müssen uns zusammensetzen.
Wir kannten uns übers Kurium und dann haben wir uns zweimal telefoniert, einmal getroffen. Ich war zu Hause, bin mit meiner Frau dahin gefahren, gucken uns an. Ja, machen wir. Cool. Und dann Sack und Pack eingepackt. Ich wollte es unbedingt machen, aber Chefin entscheidet. Ja, so und also ironisch, jedermann weiß das. Also ihr seid zu Hause nicht die Chefs, ihr wisst das, die Frauen sind das, ja. Bildet euch das bloß nicht ein. So, und ich tue das auch mal so, nö, ich bin der Chef, aber ja. Nein, aber das Thema ist schon, dass du, wir haben dazu natürlich auch noch einen behinderten Sohn und deswegen war da natürlich auch viel, ne, Management drumherum, Ärzte und sowas zu finden und aber das, die Challenge haben wir angenommen und haben das gemacht. Und meine Frau kennt das ja nicht anders. Die ist US-Amerikanerin, die kam damals nach Deutschland wegen mir. Bauer, ja, sag ich jetzt mal. Und Wie kam sie denn, wie habt ihr euch denn eigentlich kennengelernt? Oh, das ist eine Story. Cool. Lissabon. Lissabon. Ach so, okay. In Lissabon, okay. Ja. Okay, reicht schon. Lass uns das nicht zu stark vertiefen. Ne? Ja. Ja, okay, das heißt, dann war das eigentlich entschieden. Theo, dein Geschäftspartner. Ja. Sagte, ihr müsst jetzt zusammen hocken. Irgendwie, genau, und haben wir uns zusammengesetzt, einen Raum bei ihm im Büro, das weiß ich noch wie gestern. Morgens bin ich dann ganz früh dahin geballert, ist auch 3,5-4 Stunden weg von Gießen damals. Samstag hingesetzt, da war, es war meine Schwiegermutter da, und haben wir gesagt, hey, irgendwas müssen wir zusammen machen. So, und vorher schon jeder hat sich Gedanken gemacht, und dann habe ich gesagt, komm, wir machen das jetzt zusammen einfach. Und dann sage ich, okay, pass auf, ich mache LCS Engineering bei Tibatec rein, du steigst bei Quickie mit ein, und so machen wir ein rundes Ding einfach draus. Und ich habe es nicht bereut, auf keinen Zweifel. Also Theo ist so eine geile Sau, also wirklich so ein guter Mensch. Und das ist irgendwie hat einfach menschlich gepasst. Und ich fand so für uns, so von der ganzen Sache her, was er für Menschen tut oder wie das funktioniert, auch das Miteinander, was für eine Freiheit er mal gibt, geil. Macht Spaß auch mit ihm zusammenarbeiten. Und ist ein Visionär, den nie viele so auf dem Schirm haben. Und das finde ich immer ganz cool. Das heißt, du konzentrierst dich jetzt quasi auf Quickie? Und auf Tibatec, genau. Auf diese zwei Firmen. Genau, bin ich verantwortlich. Ja, cool. Und Quickie hast du ja vorhin gesagt, dass mit diesen QR-Codes, diese, wie war die Bezeichnung? Die Vereinfachung, Digitalisierung. Der Prozesse, also jeder Prozess für dich, sei es im Bauwesen, sei es in der Industrie, in der Maschinenbauindustrie, ist ja oft so, du kriegst diese Grundidee kam daher, dass ich keinen Bock hatte, Papier auszudrucken, die so dick sind, die Handbücher, und die kein Schwein irgendwo liest. Der Anwender liest das nicht. Der Anwender hat nachher die Probleme, er kriegt eine Einweisung, aber du kriegst eine Einweisung. Und das Thema ist nachher, dass ich vielleicht die Maschine bedienen muss. Ich habe ein Beispiel. Oder der Günther oder der Klaus. Genau, ich habe ein Beispiel. Und die wissen nicht, wie das funktioniert. Und jeder von uns hat in der Hosentasche die Digitalisierung, nämlich das Handy. Genau. Und wenn die Kombination bei Quickie ist, der QR-Code plus das Handy, kommst du auf eine Webseite, die aber so angepasst ist, dass der Nutzer alle Informationen zu diesem Produkt hat. PDFs, wo du Handbücher hinterlegen hast. Links, wo du Videos zum Produkt angucken kannst. Du kannst ja bei Plattformen Videos hochladen, die nicht veröffentlichen, die Hyperlinks nehmen und sagen, da kannst du die angucken. Das heißt, nur wenn du Link anguckst, kommst du dahin. Ja. Bestes Beispiel ist, glaube ich, das ganze Setting, was wir jetzt hier haben, hier im Studio, funktioniert eigentlich immer nach demselben Ablauf. Und ich habe mir auch schon überlegt, wenn ich jetzt mit mehreren zusammenarbeite, die mir an einem Tag mal assistieren in diesem Bereich, weil ich merke schon, dass es schon sehr viel Zeit in Anspruch nimmt, die Mikros aufzubauen, anzustecken, die Software zu starten, die unterschiedlichen Klicks in der Software zu machen. Das muss immer nach dem gleichen Ablauf erfolgen. Machst du es nicht, funktioniert ein Mikrofon nicht. Hat was wieder mit Lean Management-Prozess zu tun? Ja, aber den kann man ja abbilden, indem man den einfach meinen Prozess, den ich von Anfang an in ein Video packe, Kabel rein, das Programm öffnen, darauf einstellen, dann das und das Kabel, das könnte ich ja dann auch hinterlegen, mache hier einfach einen QR-Code drauf und sage dann zu dem Assistenten, bau das mal auf, scanne einfach den QR-Code ab. Genau. Also so ist es eigentlich nur. Ist als Beispiel für mich jetzt. Ne? Das ist, oder ich habe die Beispiele vorgenannt, die meine Frau gesagt hatte, Sommer ist vorbei, Winter steht an, ich bin auf Messen, wie mache ich die Heizung an? Ja, genau. So, wenn ich eine ältere Heizung habe, einen QR-Code dran, kannst du abscannen, kannst du vor ein Video machen, das einfach hochladen, selber auf dem privaten Account von diesem Betreiber, und dann hast du auch die Sachen. Ja.
Also du kannst ja so viele Möglichkeiten schaffen. Wir haben eine Möglichkeit geschaffen, das Thema Einweisung, Unterweisung digital zu lösen. Abzuscannen mit deinem eigenen Smartphone, zu unterschreiben, Videos anzugucken, Gegenfragen zu checken, fertig. Gerade im Bauwesen, ein Riesenthema. Sagen wir mal ehrlich, im Bauwesen kommt der Oberbauleiter, der Geschäftsführer hin, ja, der kann das, ja, hakst du ab auf so eine Excel-Tabelle und schreibst fertig. Einmal im Jahr setzt du dich in einen riesen Raum, da gibt's Wurst, da gibt's Bier, sitzt man hier auf die Bank, Vollgas, da vorne ballert einer einen Tag lang irgendwas über Sicherheitsunterweisung, pipapop. Dann auch unterschreiben alle, super, ich bin ein Riesen. Geil. Ein Scheiß, Alter. Ein Scheiß. Das funktioniert. Das ist einfach nur fake it till you make it, dass wir Papier produzieren, ja, was aber nicht richtig ist. Es ist einfach nicht richtig. Das heißt, man kann bei euch in der, in der Quickie-App, würde ich jetzt mal sagen. Ja, App, oder App finde ich ja immer gespannt. App heißt ja nur Applikation, aber viele assoziieren automatisch mit einer App. Eine eigene App zum Downloaden. Eine App, Download, wo ich im App Store irgendwo runterladen muss. Aber ich hab, wir haben eine Progressive Web App oder Web Progressive, bin jetzt kein IT-Mensch. Auf jeden Fall ist es eine Applikation, die kannst du auch speichern. Du kannst dir ja auch eine Webseite speichern auf dem Handy. Das heißt, du siehst es ja auf deinem Smartphone hier unten mit dem Icon und klickst dann drauf und dann siehst du die E-Mail-Adresse nicht. Für dich ist es dann eine ganz normale App. Ja. Und dann hast du aber die Unabhängigkeit von diesen ganzen App-Betreibern nicht mehr, weil die sagen morgen, neues Update. Das, dann bist du echt am Arsch. Ja. So, ja. Und das haben wir dann damals gesagt gehabt, so, das ist auch die Zukunft. Das heißt, das ganze Thema Unterweisung kann man auch damit abbilden. Ja. Okay, cool. Du kannst aber auch über den kompletten Lebenszyklus einer Maschine wissen, wer was, wann, wie, wo repariert hat. Eine Schadenmeldung. Wir haben ein Unternehmer aus Stuttgart, der hat gesagt, ich will das Schadensthema mehr machen. Digital, mit Sprachnachricht, mit Ton, mit Bild, dass ich weiß. Und mein Smartphone ist ja ein Tracker, das heißt, der teilt nur einen Standort einmalig und dann weiß ich, wo die Maschine steht. Und dann kriege ich nicht mehr per WhatsApp. Erstmal war ich total dagegen, um es mal vorab zu sagen, ich fand die super scheiße. Habe mich dann selber in meine Lage als Bauleiter versetzt und habe gedacht, ja, hat er recht eigentlich, geiler Typ, richtig geile Idee. Weil ich habe einen Anruf manchmal vom Polier gekriegt, ich habe einen Anruf vom Baggerfahrer gekriegt, ich habe einen Anruf vom Hacke Schippmann gekriegt. Drei Leute, die mich fürs gleiche Problem angerufen haben und alle haben noch Bilder geschickt. Und jedem habe ich gesagt, ja, der hat schon angerufen. Dann rufen alle drei beim Werkstattleiter an. Dann rufe ich beim Werkstattleiter an und ich kriege angeschrien. Sag mal, seid ihr alle völlig behindert hier? Ich weiß schon Bescheid. Und so kannst du einen Zyklus schaffen, dass der einfach nur innerhalb von nicht mal einer Minute das Problem schildert und das alle 5 W-Fragen beantwortet. Wer hat was, wann, wo, wie kaputt gemacht? Und das darüber hinaus einfach so. Wir haben verschiedene Prozesse, verschiedene Themen. Wir haben einmal den Hersteller, der diese Handbücher gar nicht mehr ausgeben muss. Es gibt die Maschinenverordnung ist raus seit Juni diesen Jahres. Das heißt, man kann es digital lösen. Wobei, wenn man sich die Maschinenrichtlinie von 2006 anguckt, steht auch über allem Stand der Technik. Und Stand der Technik ist nun mal nicht, weil die DGUV in einem Beiblatt gesagt hat, ja, du musst es papierformmäßig machen, sondern Stand der Technik ist 2023 und 2020, auch schon 2019, war sehr auch schon digital. Die digitale Digitalisierung. Ja. Weil du kannst doch viel besser, wenn du auf der Baustelle bist, die Sachen abfinden, weil du musst sie theoretisch auf der Baustelle immer haben. Mhm. Der Bagger, das Anbaugerät, der Schnellwechsel, alle Geräte müssen die Handbücher vor Ort haben. Thema Einweisung, Unterweisung. Wenn du für große Institute arbeitest, wie die Deutsche Bahn, die wollen das alles sehen. Und wenn da einfach mal ein Prüfer vorbeischaut, musst du alles darlegen. Mhm. Und wenn du das digital kannst und sagen kannst, ja, hier, scannen Sie selber ab, Thema UVV, alles digital. So einfach, dass der Prüfer, die Prüfinstitution, die kommt, sogar selber abscannen kann mit ihrem eigenen iPhone, Telefon, was auch immer, mit ihrem eigenen Smartphone. Das funktioniert einwandfrei. Sag mal, wie ist denn jetzt so die Aufteilung? Wie viel Zeit verbringst du denn eigentlich in Quickie und wie viel in Tibatec? Weil das sind ja schon gute Frage. Ja, ich bin bei beiden, glaube ich, so der Treiber auch von heran. Wenn ich jetzt diese Woche Revue passieren lassen würde, würde ich sagen 80-20, 80 Quickie, 20 Tibatec. Mhm. Ich habe ein cooles Team mittlerweile bei Tibatec aufgebaut. Mhm. Natürlich merken wir auch gerade die sehr zurückhaltende Kaufkraft, Kaufwillen der Bauunternehmer derzeit. Ja. Gut, ihr steckt ja auch voll in der Krise, ne? Die Baubranche. Ich kann nicht so sagen. Ehrlich, echt? Also kommt darauf an, natürlich. Dieses Geschwätz, Häuslebauer, wir sind aber im tiefen Straßenbau. Ja, okay. Also klar merken es wir auch bei uns im Bauunternehmen, dass gewisse Ausschreibungen weniger werden, wo
Wobei echt Theo echt ein krasser Fuchs ist. Also wir haben uns ins Erdkabelbauprojekt jetzt Thema reingeafuchst schon seit vielen Jahren und haben echt einen Großauftrag da für uns als Unternehmer, größte Unternehmensgeschichte mit nur 130, 140 Mitarbeitern im Bauunternehmen. So genau weiß ich gar nicht, aber das ist schon echt heftig. Also da, da sagt Theo auch schon, oder wenn ich mit der Kalkulation spreche, das ist weniger da, aber eigentlich auch nicht. Wir sind in so einem Spezialnische. Also für uns als Kanalbauer, Tiefer, wir machen AK1, das ist so groß Kanal, bis so groß wie der Raum ist. Ja, also 3, 4, 5 Meter, riesig Stauer im Ruhrpott, da fließt die ganze Scheiße der Leute durch den Pott, ja. Also das ist, sag ich jetzt mal so spaßhalber, nein, aber das ist halt so riesen Kanäle. Ja, also ja. Spezialbagger, Spezialkräne, alles, bei uns ist alles spezial. Ja. Und, das ist halt, und so Nische, das heißt weniger Konkurrenz, aber die Ausschreibungen sind trotzdem da. Ja, also ja. Würde ich jetzt mal so behaupten, vielleicht kriege ich zu Hause einen Schlag in den Nacken oder sowas, aber es ist natürlich schon weniger geworden, hat er auch gesagt, aber es ist trotzdem da und wir sind einfach ein gutes Unternehmen, eine gute Unternehmensgruppe, das ist einfach super funktioniert bei uns. Ja. Ja, spannend, super. Wolltest du schon immer in die Selbstständigkeit oder ist das etwas, was so, weil als du dann noch in Gießen gearbeitet hattest, ging es dann irgendwann auf die Nerven, für jemanden zu arbeiten oder hast du gesagt, hey, ich muss da jetzt erstmal meine Erfahrungen sammeln und wenn ich dann ready bin, dann gehe ich in die Selbstständigkeit. Wie war so, das war so der entscheidende Punkt, dass du dich selbstständig gemacht hast? Ich glaube, das kam irgendwann. Also ich bin ja selber aus einer Unternehmerfamilie so ein bisschen entstanden und meine Eltern selber selbstständig. Hast du schon ein bisschen im Blut mitbekommen. Genau, ich bin davon eigentlich überzeugt. Ja. Ich habe auch das Mindset, dass das so ist, dass das einfach in der DNA liegt. Mhm. Aber ich habe das irgendwie nie so gespürt für mich. So. Und irgendwann kam diese Idee und irgendwann habe ich gemerkt, weil ich natürlich auch ein spezieller Charakter bin. Es gibt bei mir Menschen, die mögen mich oder mögen mich nicht. Es gibt nichts dazwischen. Nein, echt? Was auch völlig in Ordnung ist. Ja. Was völlig in Ordnung ist, weil ich hatte. Was mögen die an dir nicht? Weiß ich auch nicht. Ach komm. Das ist nur hier unter uns. Ich bin, glaube ich, ein sehr polarisierender Mensch. Ja, okay. Ich äußere meine Meinung schon direkt auch, was ich denke, die manchen Leuten vielleicht nicht so passen. Ich nehme manchmal auch kein Blatt vor den Mund. Aber nimmst du auch Kritik an, wenn man sagt? Ja, hundertprozentig. Ja, okay. Ja. Also manche sind der Meinung, ich tue es nicht. Da sage ich immer, okay, ihr kennt mich nicht, weil ich bin jemand, der unfassbar viel an mir arbeitet und unfassbar viel Selbstkritik an mir sucht zuerst, bevor ich die Fehler bei anderen suche. Okay. Also Menschen, die mich wirklich sehr gut kennen, die wissen das, wie ich da sehr manchmal harder an mir selber auch. Das ist ein wichtiger Punkt auch, glaube ich, um besser zu werden, sich selbst zu hinterfragen, selber nachzuforschen, wo liegen meine Probleme, auch Tipps anzunehmen von der älteren Generation. Ich habe gestern eine spannende Folge von jemand anders gehört in der Baubranche, einen Podcast. Da fand ich das ein bisschen schade, dass der gesagt hat, nur die Älteren haben Erfolg. Da ging es um Erfolg, genau. Der hat irgendwas gesagt mit Reife, hat was mit Alter und Reife und Erfahrung zu tun, so in dem Kontext. Und da habe ich mir so drüber nachgedacht und sage ich so, nein, das finde ich nicht. Ich finde, Erfolg hat was mit 90-95% harter Arbeit zu tun, sehr, sehr fleißig zu sein und 5% Glück. Das ist für mich meine Definition von Erfolg. Von Erfolg. Ja. Ja. Ich glaube, ich bin ein sehr, sehr fleißiger Mensch, würde ich mich selbst behaupten. Ich arbeite... Und ein Machertyp, gell? Pack's an, ja. Total, also wenn jemand du sagt... Du hast auch Bizeps dafür. Naja, das ist nicht so, aber deiner ist schon größer wie meiner. Nein. Ich habe da sehr, sehr stark nachgelassen. Letzten anderthalb Jahren haben einfach an meinem Körper gezerrt. Ja. Aber, musst du es wiederholen. Aber ich muss es wiederholen, ist auch wichtig, haben wir uns davor drüber unterhalten, aber das Thema ist, ich bin nicht so ein Typ, einfach ausprobieren, einfach machen, das kann ich ja wirklich nur jedem draußen empfehlen. Das wäre ein guter Schlusssatz jetzt, aber wir fangen gerade erst an, aber weißt du, wenn ihr da draußen irgendeine Idee habt, kann ich den Leuten nur sagen, dann macht's einfach. Einfach machen. Ja. Weil nur dann kannst du ganz salopp auf die Schnauze fallen und auf Schnauze fallen wieder aufstehen, lernt man. Also klar, auf diesen Fehlernprozess, was der vielleicht gestern auch in dem Podcast gesagt hat, ist schon ein Stückchen Wahrheit dahinter, aber letztendlich kann auch in Mitte 20-Jährige dieses 5% Glück haben und er hat trotzdem von 17, 16 einfach hart gearbeitet. Man muss nicht unbedingt studiert haben, einfach eine geile Idee haben
und denke so, ich bin über die Idee überzeugt, dann einfach Vollgas. Einfach machen. Mhm. Scheißegal. Und auf dein Herz hören und sagen, das, was du machst, ist richtig. Ja. Und vor allem ehrlich zu sich selber sein und immer ehrlich mit den Leuten um sich herum zu sein. Das ist ganz wichtig. Mhm. Finde ich für mich einfach so. Habe ich es immer gemacht für mich selber. Ich habe mir, kann mir, glaube ich, bis heute nichts vorwerfen irgendwie. So. Ja, die Maschinen, die ihr baut, das sind ja auch dann Sonderteile. Ich meine, da musst du hast gemerkt, du musst eine Arbeit umsetzen an den Schienen, die so nicht richtig funktioniert oder gefährlich ist oder also mehr Risiken birgt als Erfolg wahrscheinlich. Ja. Und da hast du dann gesagt, ich habe da eine Idee, bastelt mal dran rum, liebe Schlosser-Freaks, und kriegt das mal hin. Und das war eigentlich die Geburtsstunde zu Tibertec. Die Geburtsstunde zu Elsass Engineering. Ach stimmt, das wurde dann Tibertec gab es schon seit 2015. Die hat damals Theo gegründet mit einem damaligen Geschäftspartner. Haben sich dann getrennt, wo man so stehen lassen. Und Theo hat einfach, ich glaube, das Mindset von ihm, weshalb er damals die Idee hatte, wo er auf das Thema Flüssigboden damals gekommen ist, auch was heute auch ein super spannendes Thema ist und was auch immer mehr gerade in Deutschland kommt, weil die Leute auch das Thema Recycling immer mehr in Angriff nehmen. Mhm. Und wie kann ich aus Abfall Rohstoffe da machen, Ressourcen zu sparen? Und da sind wir auch, glaube ich, ein sehr innovativer Treiber als Bauunternehmen oder auch als Tibertec. Und das war die Geburtsstunde von Elsass Engineering. Und das Mindset von Elsass Engineering, was damals ein Einzelunternehmen war, bis letztes Jahr April, bis ich dann bei Tibertec mit eingestiegen bin und gesagt, okay, wir firmieren die zwei Firmen zusammen. Mhm. Und Theo und ich glaube, wir haben uns einfach gesehen, haben gemerkt, so, Alter, das ist so... Es funktioniert. Das funktioniert einfach. Und wir können es auch taktisch auch dann zusammensetzen. Genau, super. Ich kann von ihm super viel lernen. Ist, ich glaube, 52, glaube ich, Theo. 51, ich bin super schlecht und sowas. Er hört das nicht. Er hört das nicht. Nein. Sorry, Theo. aber das ist so ein Thema, was ich glaube, was wir so in der Denkweise, so, er könnte mein Vater sein, wobei dann war er, glaube ich, ziemlich Jungvater geworden, aber ich lerne unglaublich viel von ihm. Er hat so eine krasse Ruhe als Mensch. Mhm. Und er wird so respektiert und das finde ich an ihm so cool. Ich bin so dieser verrückte Dude, der da reinkam in dieses Unternehmen, so, boah, Alter, was ist das für ein Spinner? Ja. Und viele haben auch vielleicht gedacht, so, was ist denn das für ein Dude da? Ja, ja, aber Theo hat es damals in mir gesehen, hat auch gemerkt, hat so, okay, das ist ein fleißiger Machertyp. Und so habe ich es damals auch angegangen bei Tibertec. Es war eine sehr konservative Bude, auch einfach Hobby. Du hast das Branding mitbekommen, ne? Komplett, du hast das Branding auch vielleicht mal gesehen, komplett umgebrandet, komplett anderes Tibertec. Ganz, ganz anderes Außenwirkung. Genau, sagen auch viele, die kommen jetzt her und sagen so. Ich meine, selbst hinten bei dir auf dem Polo steht drauf, Lust auf ein Quickie. Ja, gut, das ist Quickie, ist ich weiß, Firma, aber trotzdem hast du ja auch das Branding für die andere Firma gemacht. Genau, mit einem Kumpel zusammen, der die Agentur hat, wo wir jetzt ab Januar eine eigene Agentur haben. Ja. Wir haben vorher darüber gesprochen, gerade fürs Bauwesen mehr dieses Sprachrohr zu sein, aber auch, ich glaube, oder was uns wichtig ist als Firmen auch immer ist, der Leader, der da ist, als Person X, egal in welcher Firma das ist die Person, die, wenn es zum Verkaufsergebnis vielleicht nicht kommt, wenn der Außendienst vielleicht wohin geht oder es gibt um Vergabegespräche, egal in welchem Bereich auch. Wenn aber der Geschäftsführer an den Tisch kommt, wo man weiß, das ist der Machertyp, das ist auch jemand, der sich nicht zu scheu ist, die Arme in die Hand zu nehmen oder die Firma da auch ein bisschen so aufgebaut hat, der kann das Ruder auch vielleicht rumreißen. Warum das so ist, kannst du nicht beurteilen, kann ich auch nicht beurteilen. Mhm. Das ist diese Aura, die man, glaube ich, empfindet, wenn jemand in den Raum reinkommt und man weiß, okay, das ist der Chef. Mhm. Das merkt man, finde ich. Auch wie er spricht über gewisse Themen. Wenn jemand eine Firma selber aufgebaut hat, das kennst du, das kenne ich, dann weiß man so, da steckt so viel Herzblut drin, weil er einfach so viel, echt viel Scheiße gefressen hat auch mal, ja, und viel Mist auch erlebt hat. Das finde ich, glaube ich, manchmal schwer, wenn du dich mit anderen Leuten unterhältst. Ich habe heute Morgen jetzt wieder einen anderen Podcast gehört von... Du hörst viel Podcast, ne? Ich habe das tatsächlich für mich seit ein paar Monaten für mich erkannt, weil ich viel im Auto unterwegs bin. Du bist auch der Einzige, der bei jedem Post, den ich auf LinkedIn mache, irgendwie mindestens ein Like drunter setzt. Geil, ja, ich finde es aber auch cool und ich höre das echt gerne. Ist auch inspirierend, man kann sich da auch viel abgucken. Ja, man muss auch wirklich zuhören. Und ich finde,
gute Unternehmer können von anderen guten Unternehmern oder und anderen Unternehmern was lernen. Jeder kann von uns täglich lernen in seinem Doing, indem er zuhört richtig und auch Sachen sich anschaut. Dir gefallen unsere Inhalte? Dann kannst du uns ganz einfach unterstützen. Abonniere unseren Kanal, folge uns, hinterlasse, wenn dir was gefällt, auch gerne einen Kommentar. Und wenn du glaubst, dass anderen Menschen dieser Inhalt gefallen könnte, teile den Link. Tausend Dank dafür. Du hörst ja meinen Podcast auch schon recht intensiv. Ja. Gibt es der Fragen? Ist ganz schlimm, hört ihn auf keinen Fall. Gibt es Fragen, die du vermisst? Also hast du teilweise Interviews gehört, wo du gesagt hast, oh, da hätte ich jetzt gerne noch ein bisschen mehr gewusst von dem? Würde mich nur interessieren, weil ich bekomme zwar auch Feedback, aber ich würde gerne wissen, weil ich kenne jetzt, man kennt die Hörer tatsächlich ja nicht. Bei dir weiß ich das, weil du halt immer irgendwas kommentierst oder also du interagierst quasi mit den Postings. Deswegen weiß ich, dass du es hörst und du bist ja viel auf der Straße. Deswegen glaube ich auch, dass du die Videos eher nicht guckst, sondern eher zuhörst. Gibt es da etwas, wo du sagst, das vermisst du? Ich finde es oft schade, dass man manchmal zu wenig über die Menschen erfährt. Manche Menschen sind vielleicht ein bisschen scheuer und erzählen zu wenig über sich selber, weil sie auch nicht möchten. Manchmal geht es um Unternehmertum. Und ich finde es manchmal schade, dass man zu wenig über die Person, die Person vielleicht erfährt, weil ich will es nicht über mein Beispiel bringen oder sowas. Ja, genau. Das fangen wir heute tatsächlich erst an. Ja, ich habe ja ein Kartenspiel dabei. Da darfst du gleich ein paar Fragen ziehen. Jedenfalls finde ich das aber interessant, dass man da vielleicht auch mehr erfährt, warum. Warum ist dieser Charakter Mensch, dem ich gerade zuhöre, warum ist der so? Warum ist dieser Mensch so? Warum ist er so? Was hat er erfahren in seinem Leben, wenn die darüber sprechen möchten auch? Und welche Schicksalsschläge hat er vielleicht durchlebt, wenn er das erzählen möchte überhaupt? Und warum hat er so einen Wille, so einen Drang, gewisse Sachen so zu machen? Weil oft ist es ja auch da wieder eine Erfahrung oder ein Bericht, was er gemacht hat, warum er heute so ist, wie er ist, wenn die Leute sich natürlich so reflektieren können. Und dann finde ich, haben auch die meisten Leute vielleicht ein anderes Mindset über diese Person, weil sie vielleicht wissen, was man durchmacht. Und deswegen gehe ich, glaube ich, auch da sehr stark in die Offensive, auch zu sagen, ja, ich bin Familienvater, ich habe ein behindertes Kind zu Hause, ich bin Geschäftsführer und Gesellschafter zweier Firmen, ich mache jetzt die dritte Bude auf im Januar, ich habe noch so viele andere Ideen. Das steckt in mir drin, ein kreativer Geist, aber ich habe auch mit den Sachen zu kämpfen, ja, ich will ein Haus bauen, ich will das machen. Die täglichen Probleme, die jeder andere auch hat, ja. Die hast du dann auch, ne? Die habe ich natürlich auch. Die hast du, die hat jeder von uns. Ja. Tatsächlich, ja. Aber das wird oftmals so ein bisschen auch schön geredet, weggeredet. Ja, oder ich meine, ich kenne das von vielen, da wird dann immer auf die Person geguckt, oh, der hat das und das erreicht, hat das und das Haus. Aber was so dahinter steckt, um das dahin gebracht zu haben, das ist, hat immens mit Risiken zu tun, das hat mit sehr oft Fallen und wieder Aufstehen zu tun und ich kenne niemanden, der, also ich habe bisher zumindest noch nie jemanden kennengelernt, bei dem alles immer nur gut lief. Da hat jeder auch seine Fails gehabt, egal ob er jetzt ein Millionenunternehmen hat, 1000 Mitarbeiter, 100 oder nur 5 oder so, da hat jeder hat einen Weg gebraucht bis dahin. Und der Weg war nicht immer nur bergab und entspannt, sondern es war immer mit Effort, mit Anstrengung und Biss und mit Hinfallen und Aufstehen zusammenhängt. Immer. Immer. Hinfallen, Aufstehen, Hinfallen, Aufstehen, Hinfallen. Das ist das Erfolgsrezept. Deswegen sage ich immer, harte Arbeit, Fleiß, einfach machen. Das ist nur wichtig, du musst einmal mehr aufstehen als hinfallen. Das ist wichtig. Ja. Und du fällst jeden Tag hin, ich fall jeden Tag hin. Ja. Aber das Thema, wieder aufzustehen, sich wieder aufzuraffen und sagen, hey, eigentlich habe ich doch eigentlich ein geiles Leben, mir geht es eigentlich echt gut. Ja? Aber ich glaube, das ist das Schlimme. Ich habe mich mit einem Unternehmerpaar unterhalten, die bei uns auch, Theo hat, bist du bei der Pesto-Firma eingestiegen und auch total verrückte Idee. Aber super geil. Finde ich total witzig, dass er das gemacht hat. Jedenfalls ein Unternehmerpaar, die beide dann so sagten, boah, ich habe von dem Freundeskreis, und da habe ich ein bisschen mein Leben reflektiert danach. In diesem einen Satz, die haben zu mir gesagt, da haben Leute zu uns gesagt, na, ihr seid doch jetzt selbstständig.
jetzt könnt ihr euch doch die Arbeit einteilen. Und jetzt könnt ihr doch einfach mal kommen, kurz mittags. Oder helft mir doch da mal kurz und da mal kurz. Aber dass die von morgens bis abends in ihrer Küche Pesto produziert haben oder woanders und dann später in der richtigen Küche, wo sie es machen müssen, dass sie in der Wohnung, in der Einzimmerwohnung mit einem Kind wohnen, wo sie sich die Sachen hochballern, von Kisten leben, da der Verpacktisch in der Wohnung, schlafen getrennt, weil du den Platz für andere Sachen brauchst, ihre persönlichen Interessen auf die Seite packen. Und das kenne ich nur von mir. Wir haben in Gießen ein super klein, enges Haus gewohnt, mit zwei Kindern, einem Hund, meine Frau und ich. Ich habe noch eine Wohnung neben dran gehabt, wo ich meine Sachen gemacht habe, meine Engineeringsleistung mit damals meiner Firma und da auch dann Küche gegründet habe. Jedes Geld, das ich verdient habe, wieder zurück in meinem normalen Job, weil ich einen normalen Job hatte und nebenher meine Firma gegründet habe, da reingepackt habe, keinen Urlaub groß gemacht habe, gar nichts. Echt sporadisch gelebt. Sehen alle nur, du bist doch selbstständig, hast du das und das und das. What the fuck, was ist los mit euch alle? Ja, man muss es mal glaubt ihr, erlebt das kommt, haben. Genau, ja. Und das sage ich immer, wenn du das einmal erlebt hast und einmal da wirklich durch bist und einmal dieses, dann bist du charakterlich natürlich auch ein krass anderer Mensch und man muss es auch ehrlich sagen, du trennst dich krass viel von Freunden. Und du wirst auch merken, was Freunde überhaupt sind. Gut, hängt aber auch damit zusammen, dass natürlich das Leben auch intensiver sehr oft ist, ne? Klar. Das merke ich auch. Wenn ich bin selbstständig, man merkt schon, wie intensiv alles um einen herum ist. Mhm. Und man kann nicht mehr bis ins kleinste Detail alle Bekanntschaften aufrechterhalten. Mhm. Gut, bei uns Männern, also bei mir ist es so. Ja. Ich weiß, was du sagen willst. Alte Freunde, die ich zwar mal ein Jahr oder zwei Jahre nicht mehr gesehen habe. Man sieht sich, man nimmt sich in den Arm, man freut sich extrem, man verbringt dann ganz intensive Zeit miteinander. Und man freut sich dann aufs nächste Jahr. Oder die nächsten zwei, drei Jahre. Ja, genau, aber man hat eine Bindung da. Und ja. Die Frauen managen das für uns. Muss man ehrlicherweise auch sagen. Ja, tatsächlich, ja. Das ist tatsächlich so. Man muss sich das auch ehrlich mal gesagt einstehen. Das muss man ehrlich mal aussprechen. Und ich bin einfach so ein Mensch, ich spreche das aus. Da habe ich keinen Stress mit. Ich bin nach Rede gezogen. Piep. Nein, Gott. Ich hatte da keine Sau gekannt, ne? Meine Frau geht dann in die Krabbelgruppe, kennt da die Frauen kennen. Hat sich mit denen befreundet, denke ich mir die Dudes, dann denke ich so, geile Typen. Ja, da hast du einen Freundeskreis entwickelt. Die Mädel quatschen, die Kinder spielen zusammen und wir Männer sitzen bei mir im Mancave und geben uns 5-8 Kessel ran und gucken Football. Ja. Das ist doch super. Ja. Mehr muss doch nicht sein. So. Ja. Dass du natürlich unternehmertechnisch natürlich deine Freunde auch hast. Freunde ist ein Wort, was ich schwer in den Mund nehme. Wirklich 3-4 habe und mehr nicht. Mhm. Mhm. Wo ich auch blind vertraue. Mhm. Ist, glaube ich, bei jedem bei uns so. Manche nehmen das Wort viel zu schnell in den Mund. Okay, bekannte Kumpel, ich sag mal Kumpels, so, ja. Aber ich habe auch wirklich Freunde, die Unternehmer sind, in Hamburg leben, in Österreich, die selber sich oder in der Schweiz sich wirklich Boden aufbauen, also Boden in einfach die Firmen richtig geile Ideen haben und Macher sind. Und ich telefoniere mit denen meistens immer im Auto, die sind unterwegs, ich bin unterwegs, haben wir Zeit. Ja, ja. Klar. Und die haben die gleichen Sorgen, die gleichen Probleme, alles gleich. Mhm. Und das ist so krasse Augenhöhe. Und wenn man sich auf einer Messe sieht oder irgendwas, dann sitzt man in der Bar und man könnte fast heulen, weil man die gleichen Probleme hat, die gleichen Sachen hat. Mhm. Sei es mal zu Hause, wenn die Frau sagt so, bist schon mal wieder 16 Tage unterwegs, so wie bei mir jetzt im November. Ja. Und die gleichen Sachen hat. Also das sind wirklich die gleichen Themen. Komm, aber ich habe jetzt eine erste Frage für dich. Oh, was kommt diese Frage? Ja, das ist die Frage ist, ich habe erst überlegt, ob ich dich ziehen lasse, aber... Ich mach's dir einfach. Das finde ich jetzt. Okay, du darfst ziehen. Eine Frage stelle ich. Dann darfst du ziehen. Ja. Worin bist du kompliziert? Worin bin ich kompliziert? Dass ich manchmal um einen heißen Brei rede und dass ich, glaube ich, ein Perfektionist in manchen Bereichen bin. Das ist echt schlimm und für manche Menschen nicht einfach. Ja. Habe ich es damit beantwortet oder ist das blöd? Das ist deine Antwort. Musst du beantworten. Okay. Jetzt darfst du ziehen. Darf ich auch dir eine Frage stellen? Nee. Doch, eine darfst du. Okay, dann stelle ich die Frage dir. Ach, die war ich jetzt dir. Okay, lustig. Würde dein 18-jähriges Ich dich heute cool finden? Die Frage ist schon gut. Die Frage ist echt gut. Die ist echt gut? Hätte ich selber gerne beantwortet. Aber das ist deine Frage. Würde dein 18-jähriges Ich dich heute cool finden? Wir müssen das gleich wieder umdrehen, dass ich die Fragen stelle und ich beantworten muss. Erster Moderator, nicht ich. Ich glaube, ich würde sagen, ja.
wenn es um den Spaß geht, weil ich habe tatsächlich viel Spaß. Mhm. Ich arbeite extrem gerne und es erfüllt mich, auch die Podcast-Thematiken. Man lernt tolle Leute kennen, man erweitert ein Netzwerk, man kann Probleme lösen auf einmal, weil man Menschen kennengelernt hat, die auch dadurch gegangen sind, egal was das für Themen mhm. sind. Also ja, wenn es um die Spaß und Freude geht, würde ich sagen, ja. Ja, doch. Und was nicht, wenn du sagst, nur Spaß und Freude? Naja, man hat ja auch schon sehr intensive Zeiten auch durch, wo es mal auch nicht lief. Und wenn man das auch erlebt, das ist ja auch nicht leicht. Mhm. Und deswegen würde ich auch sagen, es hat so immer zwei Seiten. So. Aber das Fazit ist, aber, sein ja. 18-Jähriges, ich finde ihn heute cool. Ja, würde ich cool. jetzt sagen. So, jetzt bin ich dran. Jetzt ziehe ich für dich. Nee, ich ziehe jetzt und, so, und das dann ist deine. Deine Frage. Okay, also, was ist das Nervigste mit dir im Urlaub? Wenn du meine Frau fragen würdest, dass ich am Handy hänge und trotzdem manchmal schlecht abschalten kann von der Arbeit. Ja. Das finde ich selber, hasse ich an mir selber, wie die Pest. Was würdest du dafür tun wollen, um das... Boah, ich weiß nicht. Weniger Urlaub. Nein. Ich habe sowieso keinen Urlaub. Frag mal meine Frau, wie viel Urlaub ich dieses Jahr habe. Vielleicht 3 Tage oder so, ja. War echt Katastrophe. Wir waren nach Amerika geflogen und ich war eigentlich nur am Arbeiten. Weil wir gerade eine neue Webseite gelauncht haben. Das heißt, ich musste so viel Absprachen machen. Ich habe, glaube ich, jeden Tag Teams-Meeting mit einem Freund gehabt, der uns das Ganze macht mit seiner Agentur. 2-3 Stunden. Dann bin ich von diesen 2 Wochen... Florida-Urlaub, weil meine Frau ist Amerikanerin ist und deswegen wieder mhm. öfters drüben sind, war ich noch eine Woche lang in Las Vegas auf der Corn Expo, auf einer Messe. Bin nach kurz nach Las Vegas geflogen, war dann eine Woche weg und bin dann wiedergekommen. Das heißt, ich habe vor 3 Tage Urlaub gemacht, nachher 3 Tage Urlaub und das war's. Ja, ja, muss ein bisschen an die arbeiten, ja. Oh ja. Das ist... Okay, das Lösung musst du selber machen. Genau, Problem aber erkannt, ja. Ich soll doch ziehen. Und ach so, stimmt. Du suchst dich schon wieder die Fragen raus, die du mir stellen willst. Komm. Ah, das ist eine spannende Frage. Womit überraschst du andere immer wieder? Dass mich manche, glaube ich, wenn sie mich sehen würden, als arrogant einschätzen würden. Und wenn sie mich dann aber mit mir mehr sprechen. Mhm. Weil manchmal bin ich so tollpatschig und tritten jedes Fettnäpfchen rein. Mhm. Deswegen auch der Slogan. Bock auf ein Quickie? Bock auf ein Quickie. Fettnäpfchen. Aber ich glaube, ich ein ehrlicher ein Mensch bin, der sehr stark am Wasser gewachsen ist. Bin harte Schale, weiche Kern. Mhm. Ich glaube, das bist du auch von Mensch, der so ein bisschen, würde ich mir einschätzen. Ja, ich glaub, du bist nahbar. Ich bin ja? nahbar, genau. Ich, ja. ich habe bis keinen Stress, so mit Leuten auch meine Story zu erzählen. Nicht, weil ich die Aufmerksamkeit brauche oder so ein Quatsch da, sondern einfach, weil das ich bin. Und ja. ich glaube, das überrascht manche dann doch. Ja. Weil sie dann denken, so, okay, was? Aber jetzt hättest du. Ich hätte geantwortet, wahrscheinlich deine Energie. Dass du schon so ein Energiebolzen bist. Ja, okay, stimmt, das ist krass, ja. Das habe ich schon ein paar gehört. Ja, ich nehme mich tatsächlich bei mir auch. Wo manche ja. Leute. Manche Freunde sagen, wo hast du denn die ganze Kraft her? Ja. Aber das Machen das ist bringt das Machen. Kraft. Ja. Weil du hast vorher gesagt, bei deiner Frage, dass du deinen Job liebst. Mhm. Du machst keinen Job und ich habe auch keinen Job. Das wäre meine Antwort gewesen. Ja. Wir stehen jeden Morgen auf und tun, was wir lieben. Ich hab, und es für uns kein Job, ist für uns Hobby. Ich höre immer so einen Shaolin Meister oder auf jeden Fall, also so ein Kämpfer, den höre ich jeden Morgen. Und das Spannende ist, wenn der sagt, Energie entsteht durch Willenskraft. Mhm. Und das ist so bei mir, immer wenn ich das so höre, denke ich, ja, verdammt. Das ist, du hast Lust und du willst was machen. Und du machst. Und das gibt mir extrem viel Energie. Aber das Ziel ist ja dieses, du hast ein Ziel, in einem Jahr, in 3 Jahren, in 5 Jahren dir gesetzt? Gibt's ja diese. Vielleicht, ich mache das wenig, aber... Aber du hast ein Ziel vor Augen und sagst, da möchte ich gerne hin, das möchte ich gerne ja. haben. Und dafür musst du Energie aufbringen und das ist das, wo du halt so richtig dran alles dafür geben willst und du willst nicht sagen hören, dein inneres Ich und diese teuflischen Engelchen sagen so, haha, ich habe es dir doch gesagt, du schaffst das nicht, sondern du willst ja. einfach... Genau. Ja. Du bist hier aufgewachsen. Ich bin hier aufgewachsen. Komisch, dass du kein Schwäbisch sprichst. Ich kann so schwätze, das ist kein Problem.
du verstorchst mir dann vielleicht ganz schwierig, weil du kommst vorhin von der Hand, aber das ist schon ein bisschen schwierig manchmal. Okay, tatsächlich, weil du hast einen Mix vorhin, wir haben über Gießen gesprochen. Ja. Schon hattest du ein bisschen mehr Gießener... Gießener Ghetto-Slang. Ghetto-Slang am Start und ja. Jetzt Aachener Raum, diesen... Ich bin nicht in Aachen, ist nochmal anderthalb Stunden Kilometer. Weg. Anderthalb Stunden weg. Borken, so, Westmünsterland. Ja, genau. Borken, Rede, so Bocholt, diese Münster, wir fahren eine Stunde nach Münster. Ja, genau. Und so hörst du dich auch wieder. Ich wohne seit anderthalb Jahren, glaube ich nicht. Doch, glaube ich nicht. Doch. Ich habe mich da schon... Doch, ich sage immer Moin. Was mir aufgefallen ist, ich mache meine LinkedIn-Post mache ich immer mit Moin. Ja. Das ist so ein Trall da drin. Deswegen sage ich immer Moin. Egal, ist immer so witzig, wenn die runterkommt. Und bei uns in Hessen sagt man immer Gude. Ja. Yeah. Und mein bester Freund, der arbeitet bei mir in der Firma, ist ein Vertriebler. Hätte ich auch nie gedacht, dass ich sowas mache, dass ich einen Freund bei mir in ein Unternehmen reinnehme. Okay. Glaube ich auch nie wieder machen, sowas. Spaß beiseite. Er hört es auch nicht. Nein, er hört es nicht. Sorry, der wird übrigens heute Vater. Der ist gerade im Greifsaal. Und ich bin Partner. Und bin mal gespannt, was ich nachher für eine Nachricht höre. Und die Jungs bei uns im Unternehmen nehmen immer in Hops. Die sagen immer so, Gude, wenn er anruft, immer so. Und das ist so das Hessische. Ja, ja, habe ich mir immer angewöhnt. Und seitdem ich da oben bin, sage ich immer Moin. Und wenn ich jetzt hier runterkomme, da gucken die Leute, wenn ich abends irgendwo reingehe, sage ich Moin. Hä? Morgen ist es schon rum. Das sagt man bei uns im Norden so. Ja, ja. Da ist Moin immer da. Immer. Ja, ja. Und ich finde es so geil. Ich finde es einfach, das ist so dieses, jeder sagt, die Norddeutschen sind so, also im Westmünsterland, was die Norden sagen würden, das ist nicht Norddeutschland. Für mich, der von hier unten kommt, also eigentlich oben, geografisch gesehen, aber für mich immer noch, wenn ich die Karte angucke, unten, nach oben gezogen bin, geografisch unten, näher dem dem Meeresspiegel entgegen, sag immer, die sind so nett. Okay. Die Norddeutschen. Boah, ich fühle mich da super wohl. Ja, die haben das Herz auf dem, wie sagt man? Nee, die Zunge. Nee, die Herz, Zunge. Herz am rechten Fleck? Nee, die Zunge am. Nee, egal. Ehrlich. Die sind ehrlich. Ich finde die einfach klasse. Ich mag das und ich lebe da gern. Und hätte ich auch nie gedacht. Ich wollte eigentlich immer in die Berge zurück, wo ich mehr Snowboarden wieder kann. Und früher echt da fast jeden Tag um Brett war. Und dieses Freeriding und ein bisschen so dieses Extremsportmäßig gemacht habe. Und das fehlt mir tatsächlich. Auch das in den Bergen wandern, weil ich früher nicht so immer fettleibig wie heute war. Aber ja, ich habe die Perspektive von ganz oben. Also man sieht nur so meine Titten. So. Nein, aber das ist so, auch das ist zum Beispiel ein Charakter. Ich spreche einfach die Sachen offen aus. Manche haben da echt ein Problem mit. Warum nimmt der jetzt das Wort in den Mund? Ja, mit Brüste, warum sagt er das Titten? Wie kommt eigentlich das Wort Quickie zustande? Boah. Ah, da steht sogar Quick Information Key. Genau. Ich habe noch eine Frage für dich. Wann genau kannst du keine Kontrolle abgeben? Boah. Die Fragen sind echt nicht schlecht, ey. Die sind richtig gut. Du musst doch mal erzählen, wo die Fragen her hast, glaube ich. Das finde ich. Ich habe auch einen coolen Podcast. Ja, Fast and Curious. Richtig cool auch. Ja. Tatsächlich, ich habe die Fragen dann danach gekauft, weil ich ja auch super viele Fragen habe. Manche ähneln sich auch extrem stark. Aber ich dachte mir heute, ich nehme die einfach mal mit. Und muss ich wieder das Opfer sein? Du bist das Opfer, ich bin das Opfer. Nochmal, die Frage war? Wann genau kannst du keine Kontrolle abgeben? Scheiße, immer noch die gleiche Frage. Hat sich nicht geändert. Wann kann ich keine Kontrolle abgeben? Also wenn man ehrlich sein zu sich selber manchmal ist, glaube ich, immer am Anfang, wenn es um was Neues geht. Mhm. Immer wenn es um was Neues geht, weil man diese Vision, die man in seinem Kopf hat, einfach unglaublich auf Papier bringen will. Auf egal in welcher Form, ob ich jetzt eine digitale Idee habe, ob ich jetzt eine Softwarelösung habe, ob ich jetzt eine Maschine-Idee habe, ob ich jetzt eine grafische Idee habe, ob ich was Kreatives habe. Du fuchst dich halt erstmal extrem rein. Du fuchst dich doch erstmal selber da rein. Und ich glaube, das ist am Anfang ein Thema. Wenn du dann zum Beispiel jetzt gerade bei uns im Maschinenbau ist das so, dass mein technischer Leiter, der die ganze Konstruktion bei uns macht, wir challengen uns immer ganz gut, finde ich. Weil ich halt auch, glaube ich, schon echt ein gutes technisches Verständnis habe und auch weiß, was funktioniert in den Bauprozessen, weil ich selber diese Erfahrung habe als Bauleiter. Ich kann auch Bagger fahren, so ein Thema. Mir war das immer wichtig zu verstehen, von unten herab, wie die Prozesse draußen sind. Mhm. Und er jetzt nicht die Erfahrung im Bauwesen hat, aber er unglaublich gut in der Mechanik, in diesem
Zeichnen ist und dieses Thema kann. Und das fand ich, dann tun wir uns am Anfang mal sprechen und er fragt mich auch immer, was denkst du darüber? Weil er weiß, okay, ich will das auch wissen und meinen Input reingeben und irgendwann passt das für mich und dann geht es um Details, um viele kleine Sachen. Das ist dann auch seine Kreativität als Ingenieur, dann das reinzumachen. Das finde ich auch wichtig. Mhm. Aber so am Anfang, glaube ich, wie jede Idee von jedem Produkt, kann ich unglaublich schwer. Musst du dich eigentlich manchmal bremsen? Ich würde ganz gerne, wie beim Football, jemanden haben wie der Headcoach, weißt du, der dann so nach hinten zerrt, weil du darfst ja nicht über die Linie raus, ne? Ja. Der dann immer wieder zurücknimmt. So. Es gibt tatsächlich Coaches in der NFL, die haben nur einen hinter sich, der nichts anderes macht, der für nichts anderes zuständig ist, wie den Headcoach so am Nacken zu greifen, am T-Shirt. Die haben hinten so einen, die haben tatsächlich, manche haben so einen Schlupf. Daneben, die den heben den fest, dass er diese Emotion nicht auf dieses Feld bringt, den Leuten am liebsten eine donnern würde, als Head Coach. Ja, es gibt's und ich hätte es manchmal gern, ja. Die Jennifer. Das macht die ganz gut, ja. Nächste Frage. Was wolltest du immer schon mal deine Eltern fragen? Wüsstest du sofort eine Antwort? Ja. Echt? Ja, weil das wollte ich jetzt hier nicht sagen. Sie noch Sex haben. Also diese so, Frage hat, so, denkt, glaube ich, jeder sowas. Ja, ne? Aber das finde ich jetzt so ein bisschen, gut, die Frage habe ich schon, glaube ich, mal gestellt, ich weiß es aber nicht, ist, ob sie zufrieden mit ihrem Leben sind und wie sie uns Kinder heute sehen, ich habe einen Bruder noch, und ob sie zufrieden damit sind, auch wie sich unser Leben entwickelt hat, ihre Vision, wie sie damals uns als Kinder gesehen haben und was ihr Mindset von damals und heute ist. Ja. Die gleiche Frage mit dem 18-Jährigen, ob sie zufrieden sind mit... Ja, tatsächlich, die Frage habe ich meinen Eltern auch mal gestellt. Ja. Aber ich glaube, das ist für mich so diese... Du möchtest ja trotzdem, wenn du eine gute Beziehung zu deinen Eltern hast, natürlich auch immer davon abhängig, aber letztendlich immer die Frage, machst du... Es gibt kein richtig oder falsch. Ne? Nee, jeder von uns entwickelt für sich, aber einfach mal diese Frage stellen, bist du happy mit dem Leben, was ich als Kind lebe, für mich, wo ich glücklich bin oder auch nicht glücklich bin? Jeder hat ja auch, steckt vielleicht eine Bubble fest, wo manchmal vielleicht einen Schub braucht, auch rauszukommen. Und ja, das wäre, glaube ich, die Frage. Darf ich dir nochmal eine Frage stellen? Ja, okay, eine noch. Und dann stelle ich dir noch zwei. Nee, ich nehme nicht die oberste, ich nehme mal. Warum fühlst du dein Glück am stärksten? Was? Echt? Boah, was ist wann, das wann, denn? Wann fühlst du dein Glück am stärksten? Boah. Habe ich gerade wo gesagt? Ja, ich hab dann, wo? Entschuldigung. Ja, wann? Aber auch trotzdem, ob das wo oder wann ist, das ist schon heftig. Ja. Also wann fühlst du dein Glück am stärksten? Oh, nee, doch, nee, doch, kann ich beantworten. Ja. Ich kann zwei geben. Ich habe ja so einen Crossfit-Cage oben bei mir auf dem Dach. Oh, was du mir davor erzählt hast, die ist halt einfach nicht schon krass. Aber. Und ich verspüre extremst ein Glücksgefühl. Im Sommer, wenn so die, wenn es in die Dämmerung geht, ich oben auf meinem Dach bin, eine richtig coole Session hatte, irgendwie Squats am Ende, Airbike, Puls nochmal hoch, dann irgendwie noch meine Klimmzüge und dann irgendwann bist du platt und du sitzt dann da oben und du genießt noch den Blick und die Sonne geht unter und diese Ruhe, das ist etwas, da fühle ich Glück, wo ich auch Glück fühle. Heute Morgen hatte ich noch 10 Minuten Zeit mit meiner Tochter auf dem Sofa zu sitzen, die ist irgendwie früh aufgestanden und dann habe ich sie gefragt, hast du Lust auf einen Reim? Soll ich dir mal einen Winterreim raussuchen, den du jetzt noch lernst? Und die kann das sich voll gut merken. Hat voll Bock gehabt. Dann habe ich ihr auch bei Pinterest einen süßen Reim über den Winter. Und die hat genau 3 Minuten gebraucht, um ihn komplett perfekt zu können. Das ist krass, wie Kinder schnell Sachen lernen können. Wahnsinn. Also da war ich wirklich maximal beeindruckt. Ich konnte ihn noch nicht mal. Sie hat keine 3 Minuten. Wie alt ist die? Die ist 8. Okay. Also 2. Klasse. Das ist unfassbar. Unfassbar. Und das hat mich irgendwie total glücklich gemacht. Ja, das kann ich. Jetzt stelle ich die Frage zurück. Wann fühlst du dein Glück am stärksten? Wenn ich mit meinen Kindern Zeit verbringen kann, was sehr wertvoll ist in der Zeit, wenn du halt viel unterwegs bist.
manchmal kann, glaube ich, jeder Familienvater, ich höre einen anderen Podcast, ja, jetzt geht es um Papas das sind Berühmtheiten, die in dem Podcast da sitzen und den nennt sich der Papa-Podcast, aber der Titel ist jetzt mal egal, wer da drin sitzt, aber unfassbar witzig. Ich schwöre es dir, zieh dir das rein. Ich lache immer und die Sachen, die da erzählen, sind so witzig, weil wenn man mal ehrlich zu sich selber ist, wir lieben sie, aber wir hassen sie auch. Und das ist, wenn jeder über sich ehrlich mal ist, kehrt jeder diese Momente. Und zwar täglich. Und das finde ich so witzig. Und das ist so ehrlich von der Art her, dass du manchmal denkst, so geil, Typ. Das ist genau mein Schlag, genauso denke ich. Und Glück sind meine Kinder, meine Familie und das zweite Glück ist die Arbeit, was keine Arbeit ist für mich. Ich mache meinen Job super gern. Ich gehe da voll auf und das ist für mich wirklich Glück. Ja. Ich habe das Glück, jeden verdammten Tag aufzustehen und das zu tun, was ich liebe. Jetzt das Gegensatz. Was raubt dir am meisten Energie? Mit meinen Kindern? was raubt mir... So, sagt die Dame. Läuft gerade jemand ins Bild und labert. Super. Wir machen jetzt eine Besprechung. Das war die letzte Frage. Stell mir nochmal die Frage, ich bin komplett gerade durcheinander gekommen. Was raubt dir am meisten Energie? Wiederum auch beides. Die Arbeit und meine Kinder. Ja. Finde ich so. Es ist immer, glaube ich, so. Oder die andere Frage, die ist viel... Was raubt dir denn? Was raubt dir denn? Also mal das Feedback. Boah, bei mir nicht authentische Menschen. Oh ja, gut, das ist eine gute Antwort. Ja, also ich kann mit Menschen nicht so viel anfangen, wo ich merke, die sind nicht ehrlich. Oder sie spielen zumindest. Oder die spielen ein Spiel, dann komme ich damit nicht klar, fühle mich nicht wohl. Ja. Und versuche dann aus diesen Situationen rauszugehen. Also ich habe mal einen Spruch gehört, ich habe einen Unternehmer gefragt, hey, was für einen Tipp würdest du denn jemanden auf den Weg geben? Einfach als Tipp oder als Ratschlag, Schlag ins Gesicht, egal wie man es sieht. Und er sagte, schaffe dir eine arschlochfreie Zone. Oh ja. Und das ist natürlich ein harter Satz. Aber ist er. Anderes Beispiel, es gibt eine Uhr, die nicht die Uhrzeit angibt, die jetzt ist, sondern die Zeit angibt, die du noch am Leben bist. Die zählt dein Leben rückwärts. Und von wo geht die aus? Von welchem Datum? Von der Geburt an. Und es gibt so einen Durchschnittswert, den ich weiß nicht genau jetzt, wie die funktioniert, aber die. Und dann, wenn dir. Und ich möchte diese Uhr haben, aber die gibt es tatsächlich gerade nicht zu kaufen, weil die ausverkauft ist. Und wegen der Chipkrise gibt es da momentan Probleme. Deswegen kann die gerade nicht weiter produziert werden. Die kaufst du mir auch, wenn du... Genau, ich bin gerade dran, die zu bekommen. Und ich fand es halt spannend, weil was passiert, wenn du... An diesen Punkt kommst, wo die Uhr sagt, jetzt ist es vorbei? Nee, eher anders. Wenn du in Situationen reinkommst, wo du denkst, ja, ich muss das jetzt irgendwie machen, aber guckst auf die Uhr und sagst eigentlich habe ich keine Zeit dafür. Und ich finde diesen Gedanken so krass natürlich auch, weil dir wird ja... Das ist also geil. Ja. Ich fand diesen ist ein Gamechanger. Für den Kopf 100%, ist, ja. Muss ich das jetzt wirklich... Ja, ich habe keine Zeit. Ich habe keine Zeit dafür. Ja. Ja, und ich glaube, was es hilft, ist, du forcierst extrem, dich auf die Sachen zu konzentrieren, die dich weiterbringen im Leben. Ja. Und die dich bereichern, weil du denkst, nee, keine 5 Sekunden will ich abgeben für den Schrott. Oder für diesen Menschen. Und für diesen Menschen, genau. Und ich habe einen Satz gehört von jemand, der ist bei mir, hat sich eingeprägt. Ich habe dieses Jahr auch einen Schicksalsschlag für mich selber persönlich gehabt. Ich habe 2 beste Freunde, einer davon hat sich von mir abgewandt ein bisschen. Einfach, ist egal. So. Und für mich war das so ein Schlag ins Gesicht. So. Ich habe für den Menschen alles getan. Ich habe alles getan und war irgendwie so ein bisschen, ja, es hat man dran zu kämpfen. Jeder sagen würde, das wird einem nicht im Kopf drin sein, das ist einfach so. Und jemand hat zu mir gesagt, umgeb dich mit Menschen nur, die dich unterstützen und die dir Kraft geben und nicht mit denen, die dir Kraft nehmen und dich aussaugen und auslaugen. Und der Satz hat mir im Nachgang so gut getan, weil ich gemerkt habe, so,
ich will mit Machern was zu tun haben und mit positiv denkenden Menschen was zu tun haben. Und ich bin nun mal ein Mensch, wie ich bin, und ich kann mich nicht ändern, aber ich bin, glaube ich, mega authentisch. Wenn jemand über mich sagen würde, der hat über dich erzählt, das und das und das, würde derjenige sagen, nee, auf keinen Fall, weil der hätte es mir schon lange ins Gesicht gesagt. Mhm. Ich glaube, das ist so, bei mir gibt es keine Hinterfotzigkeit. Wenn ich was an jemandem nicht mag, sage ich ihm das ins Gesicht. Ob das jetzt für mich negativ ist oder nicht, mhm, im Moment. Ja. Aber das hat für mich was mit Authentizität zu tun, mit jemandem ehrlich mit Menschen umzugehen, mit sich in seinem Umfeld auch. Und das hat was damit zu tun, was du gerade gesagt hast. Mhm. Finde ich cool. Das ist ein gutes Ende. Echt? Okay. Weiß ich nicht. Tschüss. Geile Scheiße, Alter. War richtig Spaß gemacht. War richtig cool. Das war's mal wieder. Vielen Dank, dass du dabei geblieben bist. Besuch uns gerne auch auf unseren Social-Media-Seiten und vernetze dich mit uns auf LinkedIn unter The Hidden Champion. Neben unseren Interviews posten wir regelmäßig knackige Kurzbeiträge, die dich natürlich auch zum Nachdenken anregen sollen. Lass dich inspirieren und nimm das eine oder andere Thema auch für dich mit. Denn hier gilt, lerne von den Besten und mache nur so viele Fehler wie wirklich notwendig. Kennst du jemanden, den du hier auch gerne mal hören möchtest? Dann schlag ihn uns vor, vielleicht findet sich dein Vorschlag hier bald wieder. Bis zum nächsten Mal, dein Johannes Wosilat von The Hidden Champion. Ciao!